Ja, hallo liebe Leute, ich wieder mit Destiny 2. Ich weiß noch nicht genau, wie lang das Video wird, aber ich möchte daraus eine Premiere machen. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein bisschen größer, denke ich mir. Ich will euch mal mitnehmen auf meine Reise in mein Destiny 2 Universum und ja, ich würde sagen, lasst uns einfach mal schauen. Ich muss nur mal gucken, ob das so mit der Lautstärke hinhaut, hier mit der Desktop-Audio-Lautstärke. Nicht, dass es zu leise oder zu laut ist. Ich hoffe, dass das so genehm ist. So, ich gehe jetzt wieder mal in den Verbindungsbildschirm rein. Verbindung erfolgt. Heißt, ich bin drin. Boah, und das wird garantiert auch ein heftiges, langes Video, denn Destiny 2 ist eine schöne große Welt. Also jeder, der solche Spiele gerne spielt, also so eine Ego-Shooter, dem kann ich natürlich Destiny 2 auch wärmstens ans Herz legen. Ich hatte in meinem anderen Destiny 2 Video schon gesagt, das wäre echt cool, wenn man da eventuell einen Clan hätte, an dem man machen könnte. Ich würde mich auch über einen Clan wirklich freuen. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze alles so vonstatten geht. Ich muss mir das alles mal ein bisschen genauer ansehen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, also Seiten oder Videos gibt es dazu schon, wie man einen Clan gründen kann. Ich denke mir, muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich glaube nicht, dass ich das im Laufe dieses Premierenvideos machen werde. Ich denke, das wird dann in den nächsten Tagen irgendwie erfolgen. Ich muss mich da noch mal ein bisschen schlau machen, weil ich wollte jetzt erstmal eine richtig geile Runde zocken. Denn ich habe ja jetzt einen neuen Schreibtisch. Ich habe das in meinem letzten Video, in dem Jurassic World Alive Video, habe ich das ja schon gesagt. Ich habe jetzt einen Schreibtisch. Ich habe einen Bürostuhl mit richtig schöner Lehne. Also das ist, kann ich den eigentlich auch noch kippeln? Nee. Kann ich nur hoch und runter machen. Ich glaube, so sitze ich bequemer, oder? Nee, ein bisschen hoch. Ups, so. Ja. Ja, das ist richtig bequem. So. Drücke Enter, um den Textchat zu öffnen. Nee, den wollte ich denn jetzt nicht öffnen. Was war das? Detail, Patch. Okay. Dann werde ich mal reingehen in das Game. Mal gucken, was heute so abgeht im Spiel, was ich noch erreichen werde, welchen Level ich erreichen werde. Ich bin ja momentan, was stand denn da gerade? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber egal. Destiny 2 Forsaken Story, jetzt wird abgeriebelt. Begib dich in die, kann ich das auswählen? Ne, muss ich kaufen, ne? Ja. Gut, die Version habe ich noch nicht. Vielleicht lege ich mir die irgendwann mal zu. Erstmal brauche ich sie nicht, weil ich müsste jetzt erstmal so weiterkommen. Ich habe gehört, jemand hat mir erzählt, ich könnte mir dieses Fortbewegungsgerät könnte ich mir irgendwie auf der Farm holen. Aber ich weiß nicht, ob man dafür irgendwas freischalten muss, ob man dafür irgendwie eine Story machen muss oder sowas. Denn oft hast du das ja so, wenn du irgendwie was haben willst, so extra Punkte oder sowas, da musst du ja irgendwie eine Story durchmachen. Und deswegen bin ich mir da jetzt gerade nicht sicher, ob ich da eine Story zu machen muss oder nicht. Ich gucke jetzt einfach mal auf der Farm, ob ich da irgendwas sehe, wo ich mir den Gleiter entweder holen kann, den man sich selber beschwören kann, oder ob das noch nicht verfügbar ist. Wenn das noch nicht verfügbar ist, muss ich garantiert irgendwas machen. Ich hätte natürlich auch im Internet nachgucken können, was man dafür tun muss. Aber ich denke mir, ich möchte so viel es geht in dem Spiel selber herausfinden. Und deswegen muss ich mal gucken, wie ich das so
alles so ein bisschen in die Wege leitet. Ich freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ihr dürft mich natürlich sehr, sehr gerne abonnieren. Es würde mich freuen, wenn ich noch Abonnenten dazu bekomme. Das ist natürlich klar. Jeder, der YouTube-Videos macht, freut sich darüber, wenn er Abonnenten dazu bekommt. Genauso ist es bei mir auch. Also ich freue mich natürlich auch über jeden Abonnenten. Mal gucken, dass ich das hier mit meinem Mauspad mal so. Ich freue mich natürlich auch über jeden Abonnenten. So, Post ist nicht da. Da habe ich nichts zum Einlösen. Also, irgendwer hat mir gesagt, dieser Typ schraubt an irgendwas rum. Und den muss man anlabern. Hier kann man keinen anlabern. So. Rumschrauben tun eigentlich nur hier oder hier irgendwo Leutchen. Irgendwie hier ist auch keiner, der schraubt. Der ist auch. Ja, also ist keiner da. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das eine Story ist. Also ich gehe mal davon aus, ich muss erst eine Story machen, bevor ich da weiterkomme. So, dann öffnen wir mal den Navigator. Gehe ich jetzt auf Erde oder gehe ich auf Titan? Was habe ich denn hier? Ich weiß zwar nicht, was die mir da gerade erzählen will, aber ist ja auch egal. Ich denke, wir gehen auf Titan. Weil Titan finde ich echt recht nice. Hier gibt es auch ziemlich viele Sachen. Und ich muss ja auch mal weiterkommen. Wobei, hier kann ich ja auch weitergehen. Da gibt es ja auch noch die anderen Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Hier hätte ich sogar eine Quest oder ein Abenteuer, aber okay, empfohlene Power 20, da bin ich schon viel zu overpowered für. Hier bin ich auch overpowered für. Keine Ahnung, ob ich das jetzt so machen soll. Wir reparieren das besser, bevor wir unseren Job verlieren. Oder ob ich auf Titan gehe. Ich finde Titan natürlich richtig nice. Ich glaube, wir gehen erstmal Titan. Ladies and Gentlemen. So, ich kann ja nur... Zur Kampagne kann ich nicht porten. Ich kann ja nur hier hin porten, dann porte ich da mal hin. Level 16. Über die Hälfte zu Level 17. Das ist auch nicht schlecht. Dann habe ich bald einen höheren Level. Ist ja. Weil in manchen Bereichen, da wird es echt schon, ist es echt tricky. Und wenn die Monster zu hoch sind, dass ich die nicht bashen kann aufgrund meiner Punkte oder sonst was, dann steht da auch immer immun, wenn du drauf schießt. Und das macht ja keinen Sinn. Weil wenn will ich das Game ja auch schaffen. Was mir hier echt gefällt, das ist diese Cinematic-Sachen. Die Videosequenzen finde ich natürlich echt gut. Ich hoffe, das ist alles so okay mit dem Sound und alles, die Einstellung. Ich freue mich schon richtig drauf, wenn ich mit euch das erste Mal diese Premierenfunktion habe. Okay, das tat weh. Aber es ist nicht schlimm. Ich werde mich ja wieder erholen. Da läuft ein 50er rum. Das finde ich natürlich geil. Hier kannst du auch messern. Ey! Stirb! Na toll. Dann wird er halt gemessert. Messern ist immer gut. Da müsste es dafür irgendwie noch was geben, wo er dann sagt so...
You are beautiful. Ach nein, hier ist ja alles in Deutsch. Irgendwie so, yeah, Mann, du hast gerade gemessert. Oder wetzt die Klinge. Wäre natürlich cool. Ich habe schon wieder viel zu viel Fantasie, habe ich das Gefühl. Scheiße. Naja, egal. Also das Spiel, wer es noch nicht kennt, wie gesagt, das heißt Destiny 2. Ihr könnt es noch bis zum 18.11. könnt ihr euch das noch runterladen. Bei destinygames.com/battlenet oder so. Ich werde auf jeden Fall unten in die Kommentare den Link reinpacken. Dass, falls ihr das noch nicht habt, dass ihr euch das runterladen könnt. Muss natürlich auch dazu sagen, das hat 85 GB. Also wer eine langsame Leitung hat, so wie ich, der sollte das früh genug anmachen, damit er das noch runtergeladen bekommt. Das geht nicht. Irgendwie. Also ich habe das Gefühl, vom ersten Tag bis heute, also hier kannst du echt schnell dein Aim verbessern. Das ist. Ich hoffe natürlich, dass mir das auch ein bisschen in anderen Games zugute kommt, wo du nicht so dein Aim üben kannst, weil du da noch andere Funktionen hast. Aber hier kann ich erstmal mein Aim üben, weil ich muss hier nicht so viel anderes Zeug machen. Ey. So. Oh, hier geht's schon wieder richtig ab hier. Komm, den hole ich mir. Feigling, hau doch ab. Oh, ey. Hoppa, hallo. Schlecht gemessert, würde ich sagen. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe gerade nicht mehr so viel live, aber der versteckt sich immer, der Sack. Weißt du was? Jetzt komme ich. Ja, hau doch ab, du Feigling. So. Jawohl. Ist klar. So. Leute. Ja, mir macht Spaß, auf jeden Fall. Ich glaube, ihr merkt das auch. Allein schon, wie ich spiele. Hey. Mach das nicht noch mal, Kollege. Du auch nicht. So. Ja, also. Voll gemessert. So. Hast du davon? Wo ist denn der andere? Du versteckst dich hinterm Container? Bist du bresig? Bleib doch mal stehen. Wer ist das? Kenne ich dich? Gut. Oh, da kommt gleich ein Event. Was wird das für ein Event? Da muss ich mal gucken. Seltene Ausrüstung. Öffentliches Event steht bevor. Sirenenwaffe. Arkologie. Ach, das ist wieder dieses komische Roboter-Viech, was hier dann kommt, diese Spinne. Wäre cool. Ich bin gut.
Alter, du hast mein Monsterlicht, aber egal. Wenn jetzt hier irgendwo müsste normalerweise eine Kiste sein, weil das ja... Und die Kiste müsste ich auch kriegen. Da ist sie. Die hole ich mir jetzt erstmal. Ja, also ich finde das gut mit der Premiere-Funktion. Das finde ich echt klasse. Das ist ja eigentlich auch für Leute gedacht, die nicht streamen können, so wie ich zum Beispiel. Ich kann trotzdem mit euch in dem Video drin sein und im Chat schreiben. Finde ich richtig klasse. Und ich kann jetzt auch mal, obwohl das ist, nee, ach, mache ich nicht. Obwohl, ja, mal gucken. Es eventuell noch einen Donation-Link unten mit reinpacke. Weil wäre ja mal cool, falls mich mal einer Donation möchte. Wenn ich dafür einen extra Link drin hätte, dann müsste er das nicht über diesen YouTube-Chat machen, weil da habe ich nicht so viel von, dann krallt sich YouTube alles. Und dann würde ich doch lieber einen anderen Anbieter nehmen, wo man spenden kann, hier Tippestream oder sowas, muss ich mal gucken, wie ich das einrichte und ob das überhaupt hier geht bei diesen Premieren-Videos. Muss ich mal sehen. Ob ich das dann... Ach nee, ich kann das hinterher... Also man sieht die Donation dann hinterher nicht. Also ich kann das nicht so einbinden, als wenn man einen Livestream macht. Meine ich. Ich muss mal gucken. Ich werde mir das mal anschauen. Erstmal sind wir ja hier noch am Fighten. Jetzt bin ich am Überlegen. Mache ich den Event mit oder mache ich den nicht mit? Ich habe ja sonst gerade nichts anderes zu tun. Ich glaube, ich mache den Event erstmal mit. Könnte ja sein, dass ich da dann Nutzen draus ziehe. Öffentliches Event steht bevor. Wie lange noch? 1 Minute 30. Ist hier nichts zum Töten. Wie ist das eigentlich? Da hinten ist nichts. Ich wollte mal gucken, wie weit ich schießen kann. Auf den Kopfballer. Aber okay. Da ist nichts. Dann werde ich noch mal hier gucken. Da ist auch nichts. Also warten wir das scheiß Event ab. Das startet ja sowieso gleich. Cool finde ich das bei dieser Premieren-Sache, dass man sich das zusammen angucken kann. Also dass man sich das mit der Community angucken kann. Dass ich mir das auch gleichzeitig mit angucken kann und dann in den Chat-Funktion drin bin. Finde ich natürlich recht, recht nice. Ich hoffe, das funktioniert auch alles so, wie ich mir das gerade vorstelle. Ansonsten habe ich ein sehr, sehr, sehr langes, überflüssiges Video. Nein, würde ich wahrscheinlich dann irgendwas rausschnippeln oder schneller machen. Und mal gucken. Oh. Habe ich gar nicht gesehen. So. Kommt er schon? Wo ist er? Na los. Ah ja, sie kommen. An das aktive Personal. Catch nähern sich. Wärmesignaturen deuten auf eine Munitionsladung hin. Okay. So, da sind jetzt die Dinger. Haut abgefallene. Oder mach sie fertig. Oh. Da hat einer eine Granate geworfen. Oder irgendwas. Er hier wahrscheinlich. Der 32er. Der ist ja doch schon vom Level her größer.
wir haben hier sehr gute Spieler bei gerade. Ich merke das schon. Also wir kriegen den relativ schnell kaputt. Ja, passt. Und das war's. Wow. So schnell. Ha, erledigt. Wir haben so schnell habe ich das auch noch nicht gesehen. Schwere Verluste für die Gefallenen und ein taktischer Vorteil für uns. Gute Arbeit. Amir Kinetikwaffe, okay. Ich habe jetzt so eine Kinetikwaffe gekriegt. Mal gucken, was das ist. Aber erstmal gehe ich weiter. Wobei, ich kann ja kurz mal reingucken. Neue Waffe. Hier habe ich zwei gekriegt. Scout-Gewehr. Ich habe auch ein Scout-Gewehr. 176, 176 habe ich auch. Okay, hier ist nichts Besonderes. Maschinenpistole. Oh. Aber zu wenig Schaden, Mann. Mit dem Scharfschützengewehr habe ich viel mehr Durchschlagskraft. Ein hochrangiges Ziel. Wo ist das hochrangige Ziel? Ich will den sehen. Hallo, hochrangiges Ziel. Ich glaube, der ist da oben. Der ist meistens hier. Oh, ich hoffe nicht, dass die den schon erledigt haben. Aber ich glaube schon. So ein Maschinengewehr ist natürlich geil. Du hast eine schnellere Schussrate. Aber ich finde doch, dass der Schaden echt mickrig ist. Gegenüber meinem Schaden jetzt hier mit dem Gewehr. Haha, ich hab das. Boah, kommt er. Heißt der. Hier ist jetzt gerade nix. Okay. Nein, ins Wasser will ich nicht fallen. Ich will mal gucken, wo ich hingehen kann, Mensch. Da bin ich jetzt. Ich würde jetzt, glaube ich, gerne zum Rick gehen. Dann eventuell zum Flutanker oder zum Solarium. Das weiß ich noch nicht. Muss mal gucken. Warte mal. Wo muss ich da lang? Also muss ich links rum? Oh nein, ich muss über diesen Scheißweg gehen. Naja, obwohl, was heißt Scheißweg? Das geht. Jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Ich glaube, da war das. Ja. So, dann werde ich da mal rübergehen. Mal gucken, ob es da was für mich gibt zu erledigen. Wie gefällt euch denn das Spiel? Habt ihr das auch schon mal gespielt? Also wie gesagt, bis zum 18.11. könnt ihr euch das noch gratis runterladen. Und ich kann es wärmstens empfehlen. Also, ja, wer solche Spiele gerne spielt, für den ist das auf jeden Fall was. Gut, hier bin ich jetzt richtig, das ist okay. Das heißt, ich muss jetzt rechts rum. Also für den ist das auf jeden Fall ein tolles Spiel. Mal, ich bin ja so ein Mensch, ich spiele gerne am Computer und ich spiele auch gerne hier solche Spiele. Mal gucken, ob ich hier was machen kann. Ach, ist die scheiß Hexenhöhle. Diesen Event hasse ich. Okay. Wer? Ach, ein Ritter. Ich dachte schon, was Gefährliches. Oh, ich brauche unbedingt eine heftigere Waffe. Auch mit einer schnelleren Feuerrate am besten. Weil die Feuerrate, die ist hier einfach zu mickrig. Ich hätte ja jetzt auch die andere nehmen können. Ich hätte die nehmen können. Die ist auf jeden Fall vom Schaden her deutlich höher. Aber hatten wir ja jetzt nicht. So, ich glaube, ich muss hier rüber, ne? Jawohl, ich muss da rüber. Dann komme ich da hinten hin.
Doch, machen wir. Wir gehen jetzt darüber. Und dann bin ich ja mal gespannt, was mich hier so erwartet, muss ich. Nee. Jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Die Wege hier sind manchmal ein bisschen dunkel. Immer in Kopf ballern, das ist am besten. Ah, ja. Nicht. Er wird mich töten. Oh, habe ich aber Glück gehabt jetzt gerade. Aber man ist ja Gott sei Dank nicht richtig tot. Man kann ja wieder einsteigen. Bäm. Jetzt habe ich dich erwischt, Alter. Bei mir war Schulbildung gratis, bei dir umsonst. Hast nichts gelernt. Ja. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, ladet es euch runter. Ich, wie gesagt, ich kann es wärmsten empfehlen. Man hat hier auch PvP. Dann ist natürlich am besten, man gründet einen Clan. Auf jeden Fall. Das Nachladen von dieser Waffe ist auch echt langsam. Und gemessert. Jetzt gehe ich natürlich die Treppe runter, weil wenn ich dazwischen gehe, ich bin hier schon 1000 Mal runtergefallen, Leute. So oft gestorben, weil ich das nie gesehen habe. Ich dachte mir immer, ey, was ist denn da? Warum falle ich da immer runter? Ja. Oh, die explodieren. Dieter, pass auf. Das ist so eine Fähigkeit von dem Jäger. Du kannst bei den Fähigkeiten einstellen, dass du ein Messer wirst und dieses Messer dann explodiert. Dafür musst du Fähigkeitspunkte ausgeben. So, das ist eine Hexe. Die werde ich mal wegbashen. Also die Waffe ist gut. Dieses Scharfschützengewehr, das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich denke, gut, im Laufe des Spiels werde ich wahrscheinlich noch richtig, richtig andere Waffen kriegen. Du bleibst mir weg, weil ich weiß, dass du explodierst, du blödes Vieh. So. Oh, ich bin ja echt mal gespannt, wie das wird mit diesen Premieren-Dingen. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Wenn ich mit euch zusammen oder wenn ich dieses wenn die Premiere startet, dann werde ich auf jeden Fall auch da sein. Das ist natürlich logisch. Wäre ja Schwachsinn, wenn ich nicht dabei wäre. Oh, die Tür kriege ich nicht auf. Von wo bin ich denn gekommen? Ich bin doch von da gekommen. Wieso kriege ich die Tür nicht auf? Wo muss ich denn hin? Also doch, ich muss da durch. Oh. Das sollte ich mir mitnehmen. Ich muss doch hier durch. Wieso geht die Tür nicht auf? Kann ich hier irgendwie anders? Nö. Das ist keine Möglichkeit, irgendwie anders durchzugehen. Verstehe ich jetzt nicht. Oder aber das ist durch irgendeine Story. Er zeigt mir das hier an. Was habe ich denn hier?
scheint, als würden diese schwebenden Steine Orte markieren, an denen die Schar die Grenze zwischen ihrer und unserer Welt geschwächt haben. Ich wette, all ihre seltsame Magie kommt von Orten wie diesem. Okay. Aber ich kann es ja nicht ändern. Ich kann hier nichts kaputt machen. Auch nichts kaputt schießen. Ich komme hier auch nicht durch. Hier ist auch nirgendwo... Nee, da ist nichts. Also dieses Dunkle, das irritiert mich manchmal. Geht euch das genauso? Ich komme hier... Da ist zu. Ja. Also... Was soll ich denn jetzt hier? Warte mal, was ist da denn? Da ist nichts. Hier muss man alles untersuchen. Da ist auch nichts. Soll ich auch nicht durch? Warum komme ich da nicht durch? Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich da nicht durchkomme. Aber es kann doch nicht sein. Da muss doch irgendwo... Da muss was sein. Das ist nicht das Ende hier. Der will mich verarschen. Aber hier... Egal, wo ich hier gucke. Das irritiert mich hier. Okay. Man sollte ab und an... Die Gefallenen wollten das wohl mit einer Kette verschließen. Netter Versuch, Leute. Aber ich glaube nicht, dass wir so die Schar schlagen. Ich kann die Kette auch nicht kaputt machen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich vielleicht da irgendwie die Kette befreien kann oder so. Oder sonst was. Aber es geht alles nicht. Leute, ich muss doch da hinkommen. Weil das sieht interessant aus. Ich will auf jeden Fall auf diese komischen Bohrinseln oder was das da ist. Aber wie komme ich da hin? Oh, muss ich außen rum? Ich gucke noch einmal hier, ob hier nicht doch irgendwo... Hier ist nichts, das kann ich nicht untersuchen. Hier ist nichts, Tür geht nicht auf. Hier ist nichts, Tür geht nicht auf. Da kann ich auch nicht hin, okay. Da hing was runter. Nee, geht auch nicht. Das heißt, ja, muss ich probieren, ob ich außen rum komme, ne? Weil hier ist auch nirgendwo, ist da oben ein Loch. Nein, auch da nicht, ne? Nee. Tja. Da muss ich mal schauen. Wie gefällt euch so das Spiel? Also habt ihr das schon runtergeladen? Boah. Was ich natürlich hasse an manchen Games, dieses Dunkle. Willst du mich verarschen? Boah, manchmal hasse ich es, ne? Wenn es so arg duster ist. Video. Wenn es nochmal ausrastet. VRAM ausrastet. Kann ich hier nicht irgendwo noch Helligkeit oder sonst was einstellen? Weil das ist ja teilweise... Alter, dieses richtige Dunkle hier, das ist von Popo. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich fall da runter und bin tot. Aber egal, ich kann wieder Einstieg machen. Oh nee, warum denn hier? Alter, du musst mich hier irgendwo lang lassen. Das ist doch jetzt vor den Arsch. Ich kann doch jetzt hier nicht... Mann. Es muss doch hier lang gehen. Ist fast schon zu hell und wenn du hier in so einem Ding drinne bist, ist es zu dunkel. Und was mich ankotzt ist, ich habe nicht mal eine Taschenlampe.
jetzt habe ich wenigstens Licht. Ein bisschen. Aber ich komme doch da sowieso nicht hoch. Doch. Manchmal ist man auch behämmert. Aber wie soll ich denn außenrum kommen? Außenrum komme ich doch auch nicht. Ja. Muss ich dann mal gucken. Hä? Wenn nicht, porte ich mich gleich wieder weg. Woanders hin. Weil auf Stress habe ich keinen Bock. Wann habe ich hier gekommen? Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ich weiß nicht, ob ich außen rum komme, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wie soll ich denn da hochkommen? Du bist schuld. Also außen rum ist nicht. Verstehe ich nicht. Weiß nicht, ob ich da noch irgendwann anders hinkomme, ey. Hier war ich schon. Solarium. Oder? Da war ich auch noch nicht. Da war schon wieder ein Event. Puh, ja. Ich guck mal, ob ich doch Solarium hinkomme. Bin ich ja mal gespannt. Das war die Hexe. Und wer schießt jetzt auf mich? Ach der. Sonst noch einer? Komm, ihr kriegt alle auf die Fresse. Lelelelelele. Ja, ich hab gut reden. Wo bin ich jetzt hier? Jetzt gehe ich ja schon wieder dahin. Da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Ich will jetzt was anderes machen. Level 17. GZ Dieter. So, Level 17. Jetzt gehe ich erstmal dahin. Also ich muss echt gestehen, ne, von der Grafik und von der immensen Größe dieses Spiels bin ich echt voll beeindruckt. Ich muss jetzt nach rechts. Jetzt muss ich hier rüber. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, was willst du, wie ich denn? Freundchen, nicht noch mal. Sonst gibt's auf eine Mütze. Hier war mal. Ach, ich glaube, das habe ich schon untersucht, ne? Oder? Wenn nicht, dann mache ich das halt jetzt. Dieser Empfänger ist auf die gefallenen Heimatwelt Lichtjahre entfernt gerichtet. Aber er konnte keine Nachrichten empfangen. Nur Stille. Hm.
Finde ich richtig gut. Wie gefällt euch das jetzt so hier eigentlich? Ich bin der Meinung, das ist jetzt alles so ein bisschen besser geworden hier. Auch mit meinem Bluescreen, der ja hier hinterher, hier hinter mir an der Wand ist. Ich denke, das habe ich alles so ein bisschen, habe ich gut hingekriegt, so. Und freut mich halt, dass ich jetzt, wie gesagt, auch so einen Stuhl habe, wo ich, man glaubt gar nicht, was das für ein Unterschied ist, von so einem Stuhl zum Sofa. Ich meine, ein Sofa ist zwar bequem, aber eigentlich nur, wenn man liegt und nicht, wenn man so wie ich da steht. Willst du? Hau ab! So, meine Freunde, habe ich euch mal eben gemessert. Gemessert, gemessert, you wanna party, gemessert. Ah, naja, das mit dem Singen, das lassen wir lieber. Ist ja Schwachsinn. Oh, hier gibt es gleich ein Event. Und da gibt es seltene Ausrüstung. Ich bleibe hier, weil ich möchte natürlich das Event mitmachen. Und nur gucken, ah, da. Das wird hier hinten, ja, da ist der Place. It's a place to be. Stirb. Oh, der Captain. Der ist doof, weil... Ich weiß noch, am Anfang, da hat der Captain mich immer gekillt. Da hatte ich keine Chance. Ja, Event beginnt ja gleich. Wo bist du? Wattenfeigling, Alter. Hast du das gesehen? Der schießt irgendwo aus der Deckung und dann verpisst er sich. Ja. Blöder Gladiator, komm mal her. Messer dich, Alter. Hey, haust du ab? Wo bist du? Wo bist du? Dreimal gemessert. Gibt's dafür nichts Besonderes? Voll geil. Ich mag das Spiel, Leute. Ich mag das Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, Event fängt an. Ich sollte da mal hingehen. Boah, dieser Dreifachsprung ist voll gut. Mensch, was willst du? Geh mir außer Sicht. Thank you.
Und jetzt, was? Wo ist das Event? Ach, das startet erst in 2 Minuten. Nee, ne? Boah, das ist nicht das Hexen-Event. Doch, ich glaube schon. Boah, nicht das Hexen-Event, ey. Sieht wie ein Ritual aus. Doch. Mach es ihnen madig. Egal, was sie vorhaben. Ich mag das Hexen-Event nicht. Lade. Ja, klar. Leute, ich bin gestorben, weil ich zu blöd war. Mal wieder nicht aufgepasst habe. Warte mal. Ist alles geladen? Den kriege ich so kaputt. Warum verstecken die sich immer? Feiglinge. So, Freunde der Nacht. Ihr könnt mich mal. Macht sie tot! So, das war die erste Hexe. So, eine Hexe habe ich. Schnell Leben regenerieren. Ey, das ist... Oh. Aber ihr merkt auch schon, ne? Das macht mir echt Spaß, Leute. Ich schieß auch noch vor einem Pfeiler. Alter Schwede. Wie blöd kann der Mensch nur sein? Mist, ey. Ich hab das Tor offen gemacht. Da sind reichlich Gegner draußen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch packe. Aber ist egal, ich probiere es ehrlich. Ich muss es ja probieren. Willst du mich verarschen? Hört doch mal auf! Ihr Wichser!
mich jetzt ärgert ist, Leute. Genau das. Ich bin jetzt... Wagt es bloß nicht, wieder mit euren Ritualen herzukommen. Bei dir alles sicher? Alles sicher. Ich habe das Event abgeschlossen. Also doch noch. Mann, ey, ich habe keine rosane, lilane Munition für meine... Keine lilane Munition, muss ich ein paar normale Monster klatschen. Sowas da. Also, geht doch. Fantastisch. Wo bist du? Komm her, du Saftnase. Das macht man mit dem Ninja. Zack, hast du gesehen? So geht man mit Vermummten um. Vermummen ist nicht. Gibt Vermummungsverbot. Weißt du doch. So. Nein. Schon. Oh, krass, Leute. Krass, krass, krass. So, dann will ich mal gucken. Hier will ich hin. Hallo. Wo? Wo bist du, Feigling? Komm her, du. Saftnase. Und? Habt ihr genug? Nee. So, Freundchen. Wie ihr sehen könnt, ich übe auch quasi gerade meinen Aim hier. Wo geht's da hin? Gar nichts. Ich dachte, da könnte man irgendwo hingehen. Boom. Detsch. Und weggebasht. Oh, irgendwie... Wie spät haben wir es denn? Achso, da. Eine Stunde bin ich jetzt fast am Aufnehmen. 53 Minuten. Geht ja noch. Ich hoffe, ihr könnt mich immer noch ertragen. Wie gesagt, ich finde das gut, dass man sich das zusammen angucken kann. Dass das halt in diesem mit dieser Premiere auf YouTube, das finde ich richtig klasse. Gefällt mir. Laufe ich natürlich auch Gefahr, öfter mal große Videos zu machen, was natürlich auch nicht unerheblich ist mit dem Hochladen und mit dem Rendern. Also wenn ich zum Beispiel so ein Video render, dann versuche ich das so hinzukriegen, dass ich das dann mache, wenn ich zum Beispiel gerade mit meinem Hund rausgehen muss. Und das Hochladen der Premiere werde ich dann wahrscheinlich dann auf abends oder Nacht, eher auf nachts verschieben, wenn ich halt nicht vorm Rechner sitze. Aber das bringt ja auch schon wieder andere Sachen mit sich. Und zwar, der Rechner muss anbleiben über Nacht und das Ganze und dieses. Und Leute, das ist auch mit Stromkosten verbunden. Ich meine, ich mache es gerne. Ich mache es auch gerne für euch, weil ich ja immer noch in der Hoffnung bin, dass ich vielleicht doch noch mal irgendwann ein Influencer werde, also ein YouTuber oder sowas. Wäre natürlich geil. Ihr könnt mir dabei helfen, indem ihr mich zum Beispiel abonniert, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ihr dürft mich sogar weiter verlinken. Also ich hätte nichts dagegen, wenn ihr mich auch mal teilen würdet, auf euren Kanälen teilen oder auf euren Social-Media-Plattformen. Mein Telefon klingelt. Moment. Radke.
Ja, hallo? Aufgelegt. Fick dich. Ja, also da hat mich gerade wieder irgend so eine blöde Telefongesellschaft oder irgendwas Dummes angerufen. Einmal Hallo gesagt und dann aufgelegt. Wollen wir mal gucken. Was das war für eine Telefonnummer? 0203. Also ich garantiere, wenn ich jetzt nach dieser Nummer googeln würde, dann würde da stehen, dass das irgendeine dubiose Callcenter-Nummer oder sonst was ist, wo man eigentlich nur belästigt wird. Der wollte mich töten. Ich wollte jetzt ein Messer werfen, halt mal. Jetzt war ich ja voll durcheinander. Ich wollte ein Messer werfen. Wo ist er? Ach, da oben. Ah, ja, jetzt weiß ich's. So, den habe ich erledigt. Es war natürlich eine süße Frauenstimme dran, die Hallo gesagt hat. Aber nachdem ich Hallo gesagt habe, sofort aufgelegt. Und das sagt mir eigentlich meistens immer, dass das irgendwas Dubioses ist. Weil ich laufe da auf gar keinen Gefahr, auf gar keinen Gefallen oder Gefahr, dass ich da irgendwo anrufe, wo ich dann hinterher auf irgendwelchen komischen Gebühren stehe. Bäm. Oh, stirb doch einfach. Genau so. Hier noch ein paar andere. Komm. Zeig dich. Bam! Also dieses Scharfschützengewehr finde ich schon recht nice. So, jetzt werde ich die natürlich erstmal da wegklatschen. Wo sind die? Hallo? Die waren doch gerade hier. Nein, nicht schießen. So, den habe ich. Wo bist du? Ja. Manchmal das Nachladen ist manchmal echt zu lange. Ich brauche da auf jeden Fall mal eine andere Waffe. Wie spät haben wir es denn jetzt? Oh, ist schon 15 Uhr. Eine Stunde geht das ganze Ding jetzt schon. Finde ich natürlich echt gut. Ich werde jetzt gleich erstmal pausieren.
Wenn ich nachher weitermache, dann ich kann das ja zusammenschnippeln, ich hänge das dann nachher aneinander. Wobei, oh Mann, jetzt habe ich das von der Zeit natürlich wieder so doof gemacht, weil ich wollte das eigentlich rendern und jetzt so. Wisst ihr was? Wir machen das ganz einfach so. Erstmal kill ich den. Dann den. Dann den. Mann, du sollst sterben. So. Dann den. Dann hole ich mir jetzt die Munition. Kill den noch. Und den. Der wird gemessert. Und gucken wir uns noch einmal um, ob hier noch irgendwas ist. Und wenn nicht, dann gehe ich jetzt gleich erstmal zurück in die Basis. Genau. Ich mache jetzt mal... Oh, da kommt ein Event. Event ist aktiv. Oh, ach, das ist wieder die... Nee, komm, das ist das Hexen-Event. Da habe ich keinen Bock drauf. Der war gut. Der war richtig gut. Der war besser. Ja, ist das Hexen-Event. Das mag ich nicht. Ich mag dieses blöde Hexen-Event nicht. Hab das jetzt schon ein paar Mal ausprobiert, aber... Gut, ich habe es ja eben auch geschafft oder Event erfolgreich beendet. Aber... So. Ich muss das jetzt erstmal beenden hier. Ich gehe mal... Wo gehe ich denn jetzt mal hin zurück? Ich gehe mal zu der Tante zurück. Dann kann ich das nächste da wieder starten. Ich denke mir mal so... für den Versuch, für den ersten Versuch wird dieses eine Stunde Event vielleicht ausreichen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir da so ein bisschen beisteht. Ich sag mal, mit dieser ätzenden, wieso ist das hier kaputt? Das war doch mal heiler. Hier kann ich ja runterfallen. Ist ja doof. Mit der Aussicht denke ich mir, ich beende das mal hier. Weil, wie gesagt, ich muss das auch noch rendern lassen. Und dann auch noch hochladen. Was? Ja, ich denke, ich mache es als Premiere. Ich denke, ich lade das als Premiere hoch. Dann kann ich wenigstens mit euch zusammen im Chat, können wir uns dann auch noch unterhalten zusätzlich. Ich werde die Funktion auf jeden Fall mal ausprobieren und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn dann dieses Premierenvideo startet. Und ich denke mal, fürs allererste auf eine Stunde begrenzt wird das ganz gut sein. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, wäre natürlich cool, wenn ihr mich abonnieren würdet. Jeder, der YouTube-Videos macht, freut sich über Abonnenten. So ist das bei mir natürlich genauso. Träumchen wäre auch ein Däumchen und ihr dürft mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, wenn das bei der Premiere-Funktion überhaupt geht, das weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen, wenn die Premiere-Funktion startet. In diesem Sinne würde ich mal sagen, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und würde mich auch freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt und wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin würde ich erstmal sagen, gehabt's euch wohl, euer Dieter. Ciao.